Vlog. Leute, ein herzlich willkommen zum nächsten Vlog auf Alles Alex. So, der Daniel hat mich gerade abgeholt. Wir sind mit dem Ding hier gefahren. Ich hatte kurz überlegt, ne, nehme ich die Kamera in die Hand ab und dann dachte ich, nee, komm, Safety first. Ja. Und es gibt ja viele Vlogger, die auch während der Fahrt filmen, zum Beispiel Casey Neistat, der hat das sehr oft gemacht. Ja, aber ich hab das mal lieber gelassen. Gut, jetzt müssten auch gleich der Jan und seine Freundin kommen. Dani holt gerade noch seine Sachen. Keine Ahnung, wo er bleibt. Man weiß es nicht. Na klar, Alter. Look at that body. So, ich würde sagen, gehen wir mal ab ins Wasser, oder? Leider haben wir keine Wassercam dabei. Ja. So, die Jungs haben jetzt gemeint, Digga, hol deine Cam. Dann war ein bisschen Action für den Vlog. Ja, ins Wasser, wie gesagt, kann sie leider nicht, aber kriegen wir bestimmt was Gutes hin. Danger da, in Gefahr. Hi. So, wir sind jetzt nochmal beim Dani daheim, beziehungsweise bei seinen Eltern. Ich warte hier unten vor der Tür. Wir gehen gleich noch weiter lecker ins Reishaus. Ja. Chinesisch essen, all you can eat. Nice. Ja, im Freibad vorher, ihr habt es gemerkt, war nichts mehr mit Filmen und so. Wir wurden von so einer Bademeisterin angesprochen, dass wir das doch bitte lassen sollen, aufgrund der neuen DSGVO. Ja, weil wenn andere Leute im Hintergrund, darfst du nicht bliblablub und keine Ahnung, schlag mich tot. Ja, also wir hatten die Cam so 2 Minuten nicht mal draußen, ja. Und schon haben sich irgendwelche Leute beschwert bei den Bademeistern. Ja, da ist einer in der grünen Hose, der filmt und mit Tattoos die Leute, die filmen sich, das möchten wir nicht. Okay. Ich meine, ist ja jedem sein Recht, dass er nicht gefilmt werden möchte, okay. Ja, aber krass. Das, keine Ahnung, 2 Minuten und zack. Vorbei. Nee, da mussten wir es halt wegpacken. Ich habe dann gesagt, gut, ich filme jetzt echt gar nicht mehr. Ich hätte auch theoretisch drauf scheißen können. Sie hat auch gesagt, ja, wenn ihr nur euch filmt, das ist kein Thema. Einfach darauf achten, dass halt niemand im Hintergrund ist. Aber das ist im Freibad halt ein bisschen schwer, weil ja, andere Leute halt immer da sind. Ne? Dies war ein weiteres Vlog im Leben des Alex. Ja, und in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt und sage wie immer, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, positive Bewertung. Ich freue mich morgen schon auf den Sonnenbrand des Todes. Bis dahin, haut rein. Puh!